Reise eines Ungeschickten. Are you experienced? Sri Lanka. Elefanten im Yala-Park, plötzlich unruhig. Ein leiser Ruck ging durch die Erde, so augenblicklich, dass selbst wenn von Menschen wahrgenommen, diese sich fragen mussten, ob es nicht Einbildung war. Durch des Meeresdruck geriet in jenem Moment vor Sumatra eine Schlucht unter See aus ihrem Gefüge. Erschütterung ungekannter Stärke. Urkruste brach auf, verschob sich vertikal. Abrupt Millionen Tonnen Wasser bewegt in der Tiefe des Meeresgrundes. Entfesselte Wasser. Wellenringe halb so schnell wie der Schall. 3 Stunden später strömte der Ozean rund um Sri Lanka zurück in sein weites Becken. Verzögerter Verdrängungseffekt. Rascher als die Gezeiten wich das Meer, kehrte wieder als eine rasende Wasserwalze. Überflutete Küsten und Land, ebbte, flutete, ebbte und pendelte aus, stundenlang einer globalen Badewanne gleich. Ankunft. Ein Fahrer wartete am Bandara Naike International Airport. Die Gaul Road, Lebensstrang nach Süden, wies nichts von dem auf, was ich erwartete. Hütten und Häuschen an der Straße von Moratua sahen unverändert aus. Überall auf Gehwegen vor den einfachen Behausungen rechts und links der Trasse lagerten Unmengen Holz. Frisch geschlagene Dschungelbäume oder fertig zugesägte Bretterberge. Alles ging normal weiter. Auch das Verkehrschaos mit dem Ungleichgewicht der Kräfte. Fußgänger, Fahrradfahrer, Kühe, Hunde, Ochsenkarren, einräderige Fräsen mit Anhängern, Mopeds, Motorräder, Tuk-Tuks, Autos, LKWs, klimatisierte Busse und dann noch die größten, wildesten, hoffnungslos überfüllte, schalldämpferlose Lanka Ashok Leyland Busse mit betelnusskauenden Fahrern. Die Vehikel mehr Rost als Lack. Alle hatten es eilig. Nach Bedarf wurden auf dem 2-spurigen Teerstreifen 5 aufgemacht. Jeder überholte jeden in beiden Richtungen. Der nächste vor einem ein natürliches Hindernis, das es zu überwinden galt. Nahtlos die Städte und Ansiedlungen. Ratmalana, Panadura, Kalutara am Kaluganga-Fluss mit seiner weißen Dagobah. Die Straße führte nicht überall am Meer vorbei. In meinem Sehen hatte sich bis dahin nicht wirklich etwas getan. Schon fast ein wenig froh, dass es doch nicht so schlimm sein konnte. Gekommen aus der Dunkelheit, der Aurora Borealis, den Geysiren, von den knorrigen dürren Bäumen, nackter und schneebedeckter Mondlandschaft. Geflogen in ein helles, grelles, üppig grünes Sonnenparadies, in dem Heerscharen die Straßen bevölkerten. Gekommen aus einem Teil der Welt, wo gerade so viele Menschen lebten, wie zwischen Alutgama und Bentota die Gaul Road entlang ging. Von der Insel aus Feuer und Eis im Nordatlantik zu der strahlenden Insel im Indischen Ozean. Je weiter gen Süden, desto schlimmer wurde es. Wie eine Clarksche Zeit-Odyssee durch eine Gegenwart, die nicht bizarrer sein konnte. Je nach Führung der Gaul Road waren die Schäden zu erkennen. Ganze Gebäudereihen total zerstört. Auch Bauwerke verschont, je nachdem, wie die Wasser an die Häuser drangen, in welchem Winkel die Wellen aufschlugen. Hinweggefegt das Grün, die Büsche, das Gras, der Blumenbewuchs zwischen den Palmen. Es war ein schöner Tag, Sir. Jedenfalls bis 9.30 Uhr, sagte plötzlich mein Fahrer. Schauen Sie, Sir, sogar nach 4 Wochen können Sie alles genau sehen, Sir. Alles kaputt, viele Menschen tot. Wie lange bleiben Sie, Sir? Mehr und mehr Menschen entlang der Straße mit schlechten Verbänden um Arme, Beine und Köpfe. Zerstörte Boote, Schiffe an Land, Ruinen, Autowracks und herausgerissene Schienentrassen von Natur gewundener Stahl. Teilweise war die Zerstörung so groß, dass man verzweifeln konnte. Wenn auch einige Tage her, so war die Katastrophe noch deutlich physisch spürbar. Tsunami. Ein Ereignis, das sich im Leben der Menschen für immer einbrennt. Die Reiter des Untergangs kannten kein Erbarmen,
kamen durchgerast durch das Leben der Menschen, hinterließen nur Verwüstung ohne Trost. Fassungslosigkeit in mir. Immer mehr wieder und wieder zerstörte Häuser. Fundamente, auf denen einst Heime und nun nur noch Zelte. Überall Zelte. Entlang der Straße, die gesamte Küste, herunter das gleiche Bild. Die gleichen Gesichter. Ernst, verzerrt, leer. Manche zu meiner Verblüffung herzlich lachend. Das Ganze ein permanenter Wackelkontakt in der Wahrnehmung. Worüber können diese Menschen lachen, dachte ich. Serendipity. Vom Barbier zu dem Maskenshop war es ein gutes Stück Weg. Wie an einem unsichtbaren Band zog es mich, stand vor dem Laden, trat ein, niemand da. In dem Schauraum hingen Masken eng an eng, glotzten von den Wänden, starrten mich an, streckten mir ihre Zungen entgegen. Manche Feuer und Flammen um sich, manche umhüllt von Kobras und anderem Getier wie Wolf, Vogel, Bär und Krokodil. Manche hatten etwas Grausames, Hässliches. Nur wenige sahen weich und gut in die Welt. Fragend und wundernd schaute ich mich weiter um. Und dann sah ich. Zuerst unscheinbar in einer Ecke, fast von der Größe eines Menschenkindes. Dann ganz deutlich in bunten Kleidern und Kostümen, König, Dorfschönheit, Bauer, Herold, Hinkefuß, Spaßmacher, Prinzessin und Dämon. Überall sah ich sie nun sitzen und hängen, über den ganzen Raum verteilt. In diesem Moment, in dem ich die Puppen als Marionetten erkannte, mit ihren Strippen und Spielkreuzen, wusste ich es. Ohne Guru, ohne Methode, ohne Ratio. Ich wusste es einfach. Einer jener Geistesblitze durchfuhr mich, nachdem sich im Leben eines Menschen alles wandelt und ihn beseelt, beherrscht, gehen lässt, ertragen lässt, unbeirrt. Ich wusste es. Aus dem hinteren Teil des Ladens kam ein Bekannter aus dem Barbershop. Ah, da bist du ja, mein Freund. Kannst du mit den Puppen umgehen, fragte ich ohne Umschweife. Nein, das können nur Puppenspieler. Ambalangoda ist berühmt für sein Puppenspiel. Kannst du mir Kontakt herstellen? Warum? Ich will eine Show für Tsunami-Flüchtlinge organisieren, eine Puppet-Show. Vielleicht dachte er, dass man Irren erst einmal recht geben sollte. Jedenfalls begann er zu telefonieren. Du kannst dich morgen mit den Puppenspielern treffen. Zurück im Guesthaus kam ich ein wenig zu mir. Nicht, dass ich plötzlich Angst vor der eigenen Courage bekam, doch war die Idee recht ungewöhnlich, selbst für mich. Ich fühlte mich gut, ja fast aufgedreht bei dem Gedanken, den Menschen etwas Schönes in der Trostlosigkeit geben zu können. Ranjit, sagte ich meinem Hauswirt, ich werde für die Tsunami-Leute eine Puppet-Show organisieren. Der schaute einen Moment. Oh, what a nice idea. Hast du schon mal so etwas gemacht? Nein, ich habe nie zuvor mit Puppen zu tun gehabt, nie mit Puppen gesprochen, nie mit Puppen gespielt und nie an Puppen gedacht. Ich erzählte von der Begegnung mit den Marionetten. Das, rief Ranjit begeistert, das ist Serendipity. Tsunami Impresario. Langsam zog die Dunkelheit über den Ort, die Zeit der Puppen. Die Menschen fanden sich zur Aufführung zusammen. Programm des Abends, Kalagole. Ein Kapitel aus dem Buch der Volkssage Nadagama. Erzählt wird die folgende Geschichte. Ein Bauer hat Schulden, kann diese aber nicht bei seinem Lehnsherrn, dem alten Kalagole, begleichen. Statt Geld gibt der Schuldner seine blutjunge Tochter Digdala, dem Kalagole, zur Frau, der schon lange in Liebe zu der Schönen entbrannt war. Doch Digdala begehrt einen anderen, einen feschen jungen Mann. Dieser Jüngling allerdings nimmt es mit der Wahrheit nicht ganz so genau.
Eifersüchtig erwischt der alte Kalagole eines Tages seine Frau im trauten Plausch mit dem Nebenbuhler. Es kommt zu einem handgreiflichen Streit, den der König am Ende schlichten muss. Ich spuckte allen Akteuren ein Toi, toi, toi auf die Schultern. Das Erstaunen darüber war groß. Der Vorhang ging auf. Licht. Das Dancing Girl, die schönste von allen Puppen, gab dem Publikum die traditionelle Segnung. Rani, die der Puppe ihre Stimme verlieh, sang wirklich schön. Am Tischharmonium der Zirpina wurde sie begleitet von Sumanasiri. Dann führte Premin die Puppe vor, ließ sie tanzen, sich drehen und fliegen. Im Licht von 10 farbigen Glühbirnen, die Arme dabei weit ausgebreitet, wirbelten ihr blaues Kleid und das weiße Schultertuch mit langen Fransen. Am Ende, sich dabei sanft drehend, entschwebte sie. Nach dem Gruß der turbulente Auftritt der Spaßmacher. Satyrische Vierlinge kamen zum Vorschein, kobolzten, tumulteten und sangen ein freches Lied dazu. Nun begann die eigentliche Geschichte, Kalagole. Dialoge und Gesang dieser ungleichen Liebe wechselten sich ab, wie in einem Musical. Nach etwa der Hälfte gefährdete ein Wackelkontakt in der Technik die Aufführung. Die Trichterlautsprecher krächzten heiser. Zusammenhängende Sprache war nicht mehr zu verstehen. Die Bühnenbeleuchtung zuckte noch einmal und ging dann aus. Donny checkte die Kabel. Er murmelte irgendetwas von Wechsel und Gleichstrom, AC/DC. Irgendwann ging es dann wieder einigermaßen. Das Spiel nahm seinen Lauf und die Zuschauer begegneten den Wackelkontakten mit Gelassenheit. Als Intermezzo wurden ein Stelzentanz, Dämonentanz sowie ein Tanz zwischen einem Huhn und Skelett aufgeführt. Die Tänze hatten allerdings nichts mit der Handlung zu tun. Nach den Einlagen wurde das Spiel wieder aufgenommen. Kurios die Handgreiflichkeit zwischen dem Kalagole und seinen Rivalen. Der Alte flog dem jungen Kontrahenten wie ein Torpedo in den Rücken, sodass beide purzelten und kegelten. Die Szene wurde mit schallendem Gelächter bedacht. Jetzt kann nur noch der König schlichten. Obwohl die Hochzeit zwischen dem Kalagole und Dikdala unter bedenkenswürdigen Umständen vollzogen wurde, käme eine Scheidung nicht in Frage, so der König. Auch wurde der von Dikdala angehimmelte junge Mann als gemeiner Lügner entlarvt. Darum ist es besser, auch für das Glück, mit einem ehrlichen Mann verheiratet, als mit einem verbunden zu sein, der stetig die Unwahrheit sagt. Das war des Königs letztes Wort. 2 Dorfalte Vidanes beendeten das Bühnengeschehen mit einem heiteren Rückblick auf die Protagonisten. Bohomo ist tutti, Ayobowan. Der letzte Vorhang fiel. Schlicht und schön war das Spiel, ohne Last. Die Menschen gingen, ohne Applaus zu geben, in die Dunkelheit zurück, in Zelte und Holzhütten. Ein paar der Leute winkten mir. Rukare Mama, Onkel des Puppenspiels, riefen sie und sahen mich dabei an, als könne ich Berge versetzen. Erst jetzt wurde mir bewusst, was ich tat und fühlte mich von dem Moment fast erdrückt. Wie im Traum schlug jemand seine Hand auf meine Schulter. Everybody very happy.